Alter, du solltest Videos machen über die ganzen gehypten Themen. Du weißt schon, Viber, dies und das, Clickbait, einfach für YouTube-Money. Du weißt, was ich meine? Du bist ziemlich nervig, Alter. Oh, nervig, sehr, sehr gute Idee. Wär's mit den nervigsten NPCs oder wo wir die nervigen Arschgeigen sind? Weißt schon, wo wir die ganzen NPCs nerven, bis sie ausrasten? Den Scheiß machen wir. Sehr gute Idee, Boss. Den Scheiß machen wir. Und ich sag den Leuten auch, dass sie liken und abonnieren sollen. Easy. In Legend of Zelda Breath of the Wild können wir eine Dame finden, die aus irgendeinem Grund sehr viele Blumen direkt an einem Schrein gepflanzt hat. Natürlich ist der Weg zum Schrein frei, so dass du durchgehen kannst, ohne auf die schönen Blumen zu treten. Doch die Olle hat die Dreistigkeit, uns zu bitten, nicht auf die Blumen zu treten. Eine Sache, die wir vielleicht sowieso nicht tun wollten. Aber jetzt müssen wir das natürlich tun, denn wer ist bitte sie, dass sie uns irgendetwas verbieten kann? Sollten wir jetzt auf ihre Blumen treten, wird sie extrem angepisst und verbietet uns das nochmal zu tun. Also treten wir gleich nochmal drauf. Jetzt ist sie sogar noch angepisster als zuvor. Doch solltest du es ein drittes Mal tun, zeigt sie uns den Zorn der Pflanzen oder so. Wir werden verprügelt und verlieren dazu auch noch 3 Herzen. Ich meine, irgendwo haben wir es verdient. Doch ich meine auch, wäre das ein anderes Spiel, wie beispielsweise Red Dead Redemption 2, wäre sie nach ihrem Angriff gefesselt im Fluss verschwunden. Ich merke gerade, dass ich ein ziemlicher Arsch in Spielen bin. In Red Dead Redemption 2 besteht ja allgemein die Option, dass wir einfach vorbeilaufende NPCs beleidigen können. Beim ersten Mal waren sie uns zwar noch, doch spätestens beim zweiten Mal wollen die sich dann mit uns fetzen. Oder uns sogar gleich über den Haufen ballern. You. You're annoying, you want to dust up? You got it. Denselben Scheiß habe ich natürlich im Camp ausprobiert. Doch noch lustiger ist es, wenn wir das Ganze betrunken machen. Denn sollten wir es hier übertreiben, werden wir einfach K.O. geschlagen und wachen dann mehrere Meter weiter weg vom Camp wieder auf. Here he is. Man with the goddamn plan. Clearly the booze has loosened your tongue. Except you don't actually have one. You, is this really necessary? In GTA 5 spielen wir gleich mit 3 Hauptcharakteren, Michael, Trevor und Franklin. Die Jungs haben alle ihre eigenen Häuser und solltest du hier beispielsweise mit Franklin Michael zu Hause mit Raketen bombardieren, wird er dich extrem angepisst anrufen und dir sagen, dass du aufhören sollst, dein Haus mit fucking Raketen zu bearbeiten. Stop! Das Ganze geht noch weiter. Die Jungs haben alle auch ihre eigenen Fahrzeuge. Solltest du auch beispielsweise mit Franklin Michaels Auto klauen, wird er dich anrufen und fragen, ob du sein scheiß Auto gestohlen hast. It better not be you who just stole my car. Und zu guter Letzt besteht auch die Möglichkeit, dass die Jungs sich in der Open World begegnen. Solltest du allerdings einen von denen zu lange folgen, werden sie sauer und locken dich aus. Alright, you win. In der Metal Gear Reihe gibt es aus irgendeinem Grund sehr viele Momente, um Möglichkeiten diversen NPCs im Spiel extrem auf den Sack zu gehen. Wenn du beispielsweise Metal Gear Solid 2 so viele Möwen wegballerst, bekommst du einen Codec-Anruf von deinem General und deiner Freundin, die dich auch während deiner Mission unterstützt. Wobei sie dich dann fragen, ob es dir Spaß macht, wehrlose Tiere zu töten und dir hinterher sagen, dass du ein Monster bist. Raiden, do you actually enjoy abusing helpless animals? I don't believe this. I had no idea you were that kind of a monster. I don't understand you, Raiden. If you're satisfied, get back to the mission. In Persona 5 hast du die Möglichkeit, die ein oder andere Dame zu daten. Solltest du dir allerdings denken, fuck it, ich gehe einfach mit jeder aus, die mir über den Weg läuft, wirst du spätestens einen Tag nach dem Valentinstag dafür die Rechnung bekommen. Denn alle Girls, mit denen du bisher ausgegangen bist und die von dir an diesem Tag keine Nachricht bekommen haben, wollten schauen, ob es dir gut geht. Doch haben dich dann mit einer anderen gesehen. Das Ergebnis davon ist, du wirst verprügelt und wachst dann im Grunde Single wieder auf. Cheer up, here, have this. In Fallout 4 können wir wirklich eine Menge an Entscheidungen treffen, die so einige NPCs anpissen können. Und meistens endet das Ganze dann auch in einer Ballerei. Allerdings geht das Ganze sogar noch weiter, denn im Laufe des Spiels können wir den ein oder anderen NPC als Verbündeten für uns gewinnen, der oder die dann auch an unserer Seite kämpft und uns begleitet. Nehmen wir beispielsweise Codsworth, einen Roboter, der dir und deiner Familie noch bevor die Atombomben in die Luft geflogen sind, im Haushalt geholfen hat. Solltest du im Laufe deines Abenteuers ihn wie ein Stück Scheiße behandeln und auch extrem moralisch fragwürdige Dinge im Spiel tun, wird er irgendwann genug haben und sich mit den Worten, die Welt wäre besser dran gewesen, wenn du nie aus dem Bunker gekommen wärst, verpissen. Much as it pains me to say it, the Commonwealth would be better off if you'd never left that vault. Farewell.
In The Witcher 3 können wir einer etwas seltsamen Sidequest begegnen. Hier spricht uns ein Druide an und erzählt uns, dass er in Sorge wegen seinem Kumpel sei, da der Typ schon seit Ewigkeiten nicht mehr redet. Als wir bei seinem Kumpel ankommen, können wir sehen, wie er pennt. Allerdings bringt das Aufwecken hier wenig, denn er redet ja nicht. Doch Geralt findet auch ganz schnell heraus, dass hier auch keine Magie oder ein Fluch gewirkt wurde. Also versuchen wir ihn ab jetzt zu erschrecken, um irgendwie einen Ton aus ihm rauszubekommen. Wann hast du deine Stimme verloren? Kannst du mir das zeigen, mit den Fingern? Wie charmant. Gleich an einem Baum hängt ein Hornissennest, also hauen wir das Ding um und scheuchen somit die Hornissen auf. Der Typ ist zwar davon genervt, doch gibt noch immer keinen Ton von sich. Stattdessen legt er sich einfach an seinem Lagerfeuer hin. Also probieren wir es weiter, indem wir das Feuer ausmachen. Doch noch immer gibt es keine Reaktion. Spätestens als wir dann mit den dort hängenden Töpfen extremen Lärm machen, wacht der Typ auf und schreit uns an. Er war nicht stumm oder irgendwie verhext. Er hat einfach nur ein Schweigegelübde abgelegt und sein Kumpel, der uns mit dieser Sidequest beauftragt hat, wollte seinen schweigenden Kumpel einfach nur auf den Sack gehen. Piss dich endlich, du! Oh nein! 3 Jahre! 3 Jahre lang kein einziges Wort! Keinen Piep! Bis heute! Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen. Zufrieden? Oh, tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Buhuhuhu, mein tiefstes Mitleid! Jetzt geh mir aus den Augen, du Idiot! Resident Evil 4 hat wohl eines der nervigsten Zeitcharakterinnen in der Geschichte der Videospiele. Und die Rede ist natürlich von Ashley Graham, die Tochter des Präsidenten, für die wir überhaupt in das parasitenverseuchte Dorf stürmen. Doch anscheinend können wir persönlich noch nerviger sein als Ashley. Sogar so sehr, dass sie über den Haufen geschossen werden. Denn im Laufe der Story treffen wir einen Typen namens Louis Serra, der sich nach einem kurzen Gespräch auch wieder aus dem Staub macht. Später treffen wir ihn in einer Hütte wieder, während wir auf der Flucht sind vor den parasiteninfizierten Dorfbewohnern. Uns bleibt keine andere Wahl, als die Stellung zu halten und ein paar Runden den COD-Zombie-Modus zu spielen. Doch sollten wir hier versehentlich oder absichtlich immer wieder auf Louis statt auf die Zombies schießen, nimmt der Typ uns das ziemlich übel und macht dann das. Adios, Leon. Im Spiel Shadow of War sollten wir eigentlich rein theoretisch niemanden auf den Sack gehen können. Ich meine, unsere Aufgabe ist es, Krieg zu führen. Da bleibt ja keine Zeit für so einen Scheiß. Allerdings kannst du es auch hier schaffen, eine super nervige Arschgeige zu sein. Denn in Shadow of War müssen wir unsere eigene Armee zusammenbauen, indem wir verschiedene Ork-Hauptmänner per Gehirnwäsche auf unsere Seite holen. Doch solltest du aus irgendeinem Grund eines deiner Jungs als Schwertübungsdummy benutzen, wird er früher oder später wieder die Seiten wechseln und jetzt versuchen, dich zu töten. Trouble telling friend from foe? Here, I'll make it easy for you by killing you. Baldur's Gate 3 bietet einem echt eine Menge Möglichkeiten, verschiedene NPCs auf den Sack zu gehen. Das Ganze geht sogar so weit, dass du dein gesamtes Team töten kannst. Ich glaube, es geht sogar so weit, dass du einfach alles und jeden töten kannst, der dir vor dein Schwert oder deine Axt läuft. Allerdings habe ich das bisher noch nicht gemacht, aber würde zu gerne sehen, was dann passiert. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, denn die Stelle, die ich meine, ist einfach nur blöd, aber dafür trotzdem extrem lustig. Im Laufe unseres Abenteuers laufen wir an einer Scheune vorbei und können daraus extrem seltsame Geräusche hören. Diese Geräusche deuten darauf hin, dass es hier 2 Personen ordentlich zur Sache gehen lassen. Ihr versteht schon, was ich meine. Hier besteht die Möglichkeit, die in Ruhe zu lassen und unser Abenteuer fortzuführen. Allerdings kannst du auch ein richtiges Arschloch sein, indem du die Tür aufmachst, den Typen auslachst und ihm somit seinen Stolz, seine Männlichkeit und seine Würde nimmst. Puny! I am strong! I am virile! I am Enough! Oh, moment ruined! We leave! Und das war's dann auch wieder mit diesem Video, mein Freund. Hinterlasst gerne ein Like und abonniert den Kanal für den allerbesten Gaming-Content hier auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Video, euer G. We'll be right back.